Willkommen zum Unboxing von Pokémon Alpha Saphir. Ich darf das Spiel jetzt schon in meinen Händen halten. Der Release des Spiels ist ja noch nicht. Der ist erst ein paar Tagen und ich habe es jetzt schon bekommen. Einfach super. Wir dürfen auf ein großes neues Abenteuer gespannt sein. Aber das Let's Play startet noch nicht, denn wir haben eben noch nicht diesen Release-Termin. Und bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, die vergehen muss. Okay, ich kann euch jetzt schon zeigen, was alles drinnen ist. Wir haben hier noch ein Pokémon, das wir hier zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe da eine Dianzi-Event-Karte dazu bekommen und das werden wir dann auch in Pokémon Alpha Saphir zu sehen bekommen. Einfach super. Und jetzt schauen wir uns aber echt mal an, was da drinnen ist in dieser Box. Ich bin schon sehr gespannt. Na gut, das Spiel wird wohl drin sein. Alles andere sehe ich als Überraschung jetzt mal. Ich hoffe, dass eine Anleitung drin ist. Das haben wir bei den Nintendo-Spielen oder allgemein bei den Spielen. Nintendo war da eh eins der letzten. Oder war einer der letzten, die hier keine Anleitung reingepackt haben. Haben wir eine Anleitung drin? Ja oder nein? Nein, es ist wieder keine drinnen. Wir haben die Codekarte, wir haben extra Werbung, die 3DS-Informationskarte und die Anleitung dürfen wir wieder auf dem 3DS durchlesen, die man sicher nicht durchlesen wird. Okay, hier ist aber die Karte, die man in den 3DS reinstecken muss. So. Pokémon Alpha Sapphire steht oben. Okay, wunderschön. Kann man nichts dazu sagen. Außer, dass keine Anleitung dabei ist. Aber das müssen wir uns halt auf dem 3DS anschauen. Nun gut, das Abenteuer kann beginnen. Das Abenteuer kann starten. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim Let's Play dabei. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.